Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute liegt ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auf dem Tisch. Wer in seinem Leben lange gearbeitet hat, muss auch im Alter gut abgesichert sein. Und genau deswegen stabilisieren wir das Rentenniveau dauerhaft für die, die heute in Rente sind, genauso wie für die, die in Zukunft in Rente gehen. Denn die gesetzliche Rente ist für die über 65-Jährigen mit großem Abstand die wichtigste Einkommensquelle. Und genau deswegen kümmern wir uns darum, die Rente steigt auch nach 2025 weiter mit den Löhnen. Und das ist richtig so. Und dann gibt es die behaupten, ein stabiles Rentenniveau ist zu teuer und nicht finanzierbar. Und ich danke Markus Kurt dafür, dass das mir abgenommen hat, das nochmal darstellen zu müssen. Sie ist finanzierbar, wir haben das im Gesetz hinterlegt und genau das werden wir auch tun. Um den Eindruck zu erwecken, nichts tun kostet nichts, entspricht nicht der Wahrheit. Erstens führen niedrigere Renten dazu, dass mehr Menschen, trotzdem sie lange gearbeitet haben, in der Grundsicherung landen. Und das kostet Geld, Steuergeld, aber es kostet auch Vertrauen, denn es ist kein Zeichen des Respekts, wenn Menschen nach einem langen Arbeitsleben Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Und deswegen haben wir gemeinsam die Grundrente gemacht und deswegen sichern wir jetzt ein stabiles Rentenniveau. Und zweitens kommt es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern teuer, denn dann müssen sie für das gleiche Einkommen im Alter privat mehr bezahlen und ohne Beteiligung der Arbeitgeber. Und wer sich das nicht leisten kann, der muss dann mit einer kleineren Rente auskommen. Beides wollen wir nicht. In Deutschland hat sich die Gesellschaft bewusst dafür entschieden, soziale Risiken solidarisch abzusichern. Im Falle der Rentenversicherung heißt das, die Jungen stehen für die Alten ein und wenn die dann alt sind, steht die nächste Generation für sie ein. Wir nennen das den Generationenvertrag. Das ist eine gute Sache, die unsere Gesellschaft zusammenhält und sich über viele Jahrzehnte bewährt hat. Und wir stehen heute sogar besser da, als es viele prognostiziert haben, weil mehr Menschen zu guten Löhnen arbeiten als erwartet. Gute Löhne sind erstens gerecht und zweitens stärken sie die Rentenversicherung. Deswegen haben wir den gesetzlichen Mindestlohn erhöht ohne die Union und wir stärken mit dem Tarifpaket gute und faire Löhne, wahrscheinlich leider auch ohne die Union. Und dann gibt es da noch die vielen anderen Vorschläge zur Zukunft der Rente. Erstens Abschaffung der Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren 2 Jahre früher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Wir sind der Auffassung, es ist gerecht und verdient, wenn jemand früh angefangen hat zu arbeiten, 45 Jahre solidarisch seinen Beitrag geleistet hat, dass man dann auch ohne Abschläge 2 Jahre früher in Rente gehen kann. Das ist richtig und gut und wir bleiben dabei. Und der zweite Vorschlag, arbeiten bis 70, 72, das kann gerne machen, wer möchte und wer das kann. Da haben wir vieles einfacher und leichter gemacht. Viele können das aber nicht. Für die ist das eine Rentenkürzung und sonst nichts. Und dazu kommt, in Deutschland unterscheidet sich die Lebenserwartung extrem. Zwischen den niedrigsten und den höchsten Einkommensgruppen sind es bei Frauen fast 4,5 und bei Männern über 8,5 Jahre. Eine Rente mit 70 ist also extrem ungerecht und trifft vor allem die hart, die mit körperlicher Arbeit im Schichtdienst, in der Pflege, im Lager, im Verkauf und an vielen Stellen mehr unseren Laden am Laufen halten. Wir sagen, 67 reicht, mehr machen wir nicht mit. Es ist am Ende eine politische Entscheidung, ob jeder auf sich allein gestellt ist oder ob wir weiter die Lebensrisiken solidarisch absichern und füreinander einstehen. Wir bleiben bei der Solidarität. Das Rentenpaket ist dafür ein wichtiger Beitrag und ich freue mich und bin gespannt auf die weiteren Beratungen.